Stoffgebundene Abhängigkeiten, wie zum Beispiel Alkoholsucht, sind den meisten ein Begriff. Doch wie sieht es eigentlich mit den stoffungebundenen Abhängigkeiten, wie der Internetsucht, Kaufsucht oder Spielsucht aus? Spielsucht und Alkohol- und Drogensucht kommen sehr häufig vor. Man muss, glaube ich, um abhängig werden zu können, also sich verlieren können. Erstmal würde ich das mit Betäubungsmitteln irgendwie auch mit Drogen in Verbindung bringen, Marihuana, Alkohol. Ich glaube, psychische Abhängigkeit, da gibt es halt ein ganz vielschichtiges Thema. Da gibt es irgendwie 100 verschiedene Möglichkeiten, wie man psychisch abhängig werden kann. Weiß nicht, Drogen ist wahrscheinlich so der klassischste Weg. Aber ich glaube, man kann auch gut von Erfolg abhängig werden. Offenbar verbinden viele mit dem Begriff der psychischen Sucht eher die Abhängigkeit von einer Droge. Psychische Sucht bezieht sich jedoch auf eine Verhaltensabhängigkeit. Die klassischste Form davon ist die Glücksspielsucht, die wir am längsten und am besten kennen. Bei den Glücksspielen ist es so, sie nehmen an einem Glücksspiel teil und durch die Art des Spiels, also in dem Fall durch den Einsatz von Geld mit der Option, dass sie dieses Geld gewinnen oder auch verlieren können, werden Hormone ausgeschüttet. Wir nennen die Glückshormone. Diese Glückshormone, die kann man sehr, sehr schwer in Worte fassen. Ich kann nur sagen, in der Zeit, als ich am Automaten gespielt hatte, wo ich das erste Geld reingeworfen hatte, bis das Geld zur Neige ging, ging es mir sehr gut an diesem Automaten. Dieses Erlebnis wird aber im gleichen Teil vom Gehirn sozusagen abgespeichert wie bei stoffgebundenen Suchtformen auch. Und auch dieses Glückserleben, das sie damit erzeugen, drängt nach Wiederholung. Erste Anzeichen einer Spielsucht sind, wenn Betroffene mehr Geld verspielen, als sie sich eigentlich vorgenommen haben. Ein zunehmendes Verheimlichen des Spielens und die Unfähigkeit, für einen längeren Zeitraum auf das Spielen zu verzichten, weisen ebenfalls auf Probleme hin. Doch was sind die Folgen einer Spielsucht für Betroffene? Also ich habe in den 80er Jahren ganz exzessiv an Spielautomaten gespielt und habe da doch einiges verloren. Nicht zuletzt auch meine Familie damals, meine Kinder. Ich habe mindestens so 50.000, 60.000 D-Mark damals der Familie weggenommen. Das Konto war total überzogen. Das war auch so eine Sache, das musste ich von meiner Frau fernhalten. Das war natürlich ein großer Stress gewesen, da den Briefträger rechtzeitig abzupassen, dass die Kontoauszüge, ich wusste ja zu welchem Zeitpunkt die kommen, dass sie in meine Hände kam und nicht in die Hände meiner damaligen Frau. Großes Problem dieser Suchterkrankung ist, dass die riecht man nicht, die sieht man nach außen nicht, die sieht man körperlich nicht. Die Betroffenen wirken nach außen völlig gesund und normal. Ich konnte meiner Arbeit ohne Probleme nachkommen, war auch dieser liebe Dieter immer gewesen. Diese Rolle konnte ich wunderbar spielen, nur nicht zu Hause und sobald Probleme auftraten, ging es mir schlecht. Und wenn es mir schlecht ging, musste ich Geld beschaffen, um wieder spielen zu gehen. Mit zunehmender Abhängigkeit steigt auch der Druck, Geld zu beschaffen. Im schlimmsten Falle führt die Sucht Betroffene in die Kriminalität. Zuerst wird meistens das eigene Vermögen, dann das der Angehörigen verspielt. Indem ich einfach ins Konto gegangen bin, indem ich Gelder von meiner Familie entzweit hatte, weggenommen hatte, indem ich Einkäufe gemacht hatte und gesagt, das war teurer gewesen, als es überhaupt war. Das Geld habe ich mal zur Seite gelegt. Ich glaube, der erste und ganz wichtige Schritt ist immer, sich das einzugestehen. Also viele Betroffene glauben ja, sie kriegen das selber in den Griff und brauchen sehr lange, um an einen Punkt zu kommen, wo sie sagen müssen, jawohl, ich kann das aus eigener Kraft, kann ich damit nicht aufhören. Es ist nicht leicht, aus der Glücksspielsucht herauszukommen. Das allererste ist erstmal zu akzeptieren, ich bin gefangen von dieser Sucht. Und wenn ich das einmal für mich kapiert habe, dann komme ich auch nicht mehr alleine raus. Wenn man sich das eingesteht, dann gibt es Stellen, in dem Fall von den nicht stoffgebundenen Suchtformen ist das hier das Hellwig-Zentrum für Beratung und Therapie. Nach weiteren Kliniken oder Beratungsstellen, die auf die Behandlung von Glücksspielsucht spezialisiert sind, kann man sich auch im Internet erkundigen. Hier findet sich ebenfalls eine Liste von Selbsthilfegruppen. Im Glücksspielbereich in Bielefeld haben wir Game Over schon seit vielen Jahren. Und innerhalb der Beratungsstellen kann man eben auch sehr gut gucken, was ist die geeignete Hilfe. Reicht da eine Selbsthilfegruppe
reicht eine Beratung oder muss man tatsächlich sagen, wir müssen eine Behandlung machen? Ich kann jemandem nur raten, in sich selbst hineinzuhorchen und zu akzeptieren, ich muss mich einer Problematik stellen, die mich unweigerlich in die Gosse zieht.